Hallo, mein Name ist Sebastian Bechtold und ich möchte heute ein bisschen was über das Projekt TVG, eine moderne WebGIS-Komponentenbibliothek mit TypeScript, Vue.js und OpenLayers erzählen. Ein paar Worte über mich und meinen Hintergrund. Ich habe an der Uni Heidelberg Informatik studiert und bin seit inzwischen etwa 10 Jahren im Bereich Geoinformatik aktiv. Seit gut 2 Jahren mache ich das beim Verein GeoNet MRN und bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH ist eine gemeinnützige Public-Private Partnership mit dem Auftrag der Regionalentwicklung für die Region Rhein-Neckar. Das heißt, sie fördert die Region in unterschiedlichen Bereichen wie Verkehr, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Sport und andere Dinge und unterhält im Zuge dessen eben auch ein kleines Geoinformatik-Team, in dem wir an verschiedenen Projekten arbeiten, mit denen wir aus der Perspektive der Geoinformatik und der Geodatenverarbeitung und Bereitstellung diese Mission unterstützen. GeoNet MRN hat im Grunde eine ähnliche Aufgabe, nur eben organisiert als Verein und beschränkt sich auf das Thema Geoinformatik und Geodaten, wohingegen die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH ein viel größeres Aufgabenfeld hat. So, worum geht es hier? Was ist TVG? TVG ist eine Sammlung von Vue.js-Komponenten zur Entwicklung von WebGIS-Anwendungen. TVG ist in TypeScript geschrieben. TypeScript ist eine Erweiterung der Programmiersprache JavaScript um zusätzliche Sprachelemente wie vor allem strikte Typisierung für Variablen und Funktionsrückgabewerte. TypeScript-Programme werden per Compiler in normales JavaScript übersetzt, das dann ganz gewöhnlich vom Browser oder von anderen JavaScript-Laufzeitumgebungen wie Node.js ausgeführt werden kann. OpenLayers werden wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist eine der am weitesten verbreitetsten Open-Source-JavaScript-Bibliotheken zur Entwicklung von WebGIS-Anwendungen. Der Name TVG ist die Ausschreibung der englischen Aussprache des Akronyms TVG, also TVG, und das steht für TypeScript Vue.js GIS. Für diejenigen, die Vue.js nicht kennen, Vue.js ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der man im Wesentlichen eigene HTML-Elemente erstellen kann. Das ist eine sehr stark vereinfachte Darstellung, aber mir gefällt sie sehr gut, weil sie die Kernidee sehr schön auf den Punkt bringt. Ein solches selbstdefiniertes HTML-Element wird als Komponente bezeichnet. Eine Komponente besteht aus einer JavaScript-Klasse, die das Verhalten der Komponente definiert, sowie aus einer sogenannten Template-Datei auf HTML- oder XML-Basis, mit der die Darstellung der Komponente definiert wird. Jede selbstdefinierte Komponente wird im Vue.js-Template-Code durch ein entsprechendes HTML- oder XML-Element repräsentiert. Diese selbstdefinierten Elemente kann man beliebig mit den gewöhnlichen Elementen der jeweiligen XML-basierten Zielsprache verwenden, um komplexe Dokumente und Anwendungen zu erstellen. Wichtig zu verstehen ist auch noch, dass Vue.js von sich aus keine vorgefertigten GUI-Elemente mit sich bringt. Es handelt sich also nicht um eine Widget-Bibliothek wie beispielsweise XJS. Vue.js stellt lediglich den Werkzeugkasten dafür bereit, solche Elemente selbst zu definieren. Was wir hier sehen, ist ein Codebeispiel für Vue.js Template Code. Man sieht auf den ersten Blick, dass das sehr nach HTML aussieht. Hier sind auch vereinzelte gewöhnliche HTML-Elemente enthalten, wie zum Beispiel dieses div. Wir haben gewöhnliche HTML-Attribute wie style. Aber wir haben eben auch viele Elemente, die so nicht im normalen Sprachumfang von HTML enthalten sind, wie zum Beispiel das Modal-Element hier oder das Map-Panel oder das Feature-Info-Tool. Diese Elemente repräsentieren Vue.js-Komponenten bzw. TVG-Komponenten. Und dieses Stück Code alleine definiert schon eine komplette einfache TVG-Anwendung. Das Beispiel stammt aus dem Tutorial in der README-Datei im TVG-Repository auf GitHub. Der Link dazu ist auf der letzten Folie des Vortrags zu finden.
Was ist in TVG enthalten? Wir haben in TVG zurzeit ca. 70 verschiedene Komponenten für unterschiedliche Anwendungsfälle. Wir haben Layout-Komponenten, wie zum Beispiel ein responsives Grid. Wir haben Pop-up-Fenster, die man verschieben und skalieren kann. Wir haben ein Baummenü, wir haben ein Akkordeon-Element, also einen aufklappbaren Bereich. Wir haben natürlich verschiedene GIS-Komponenten, wie das Kartenpanel. Wir haben eine Legendenanzeige, wir haben Layer-Switcher, wir haben eine Orts- und Adresssuche. Wir haben verschiedene Datenmanagement-Komponenten, die selbst gar keine visuelle Repräsentation haben. Das heißt, die agieren sozusagen unsichtbar im Hintergrund und können beispielsweise Daten von externen Quellen nachladen oder Daten zwischen verschiedenen Formaten und Datenstrukturen konvertieren. Wir haben Elemente zur Anzeige von Bildergalerien. Wir haben eine sortierbare Tabelle und vieles weitere mehr. Weil es diesbezüglich schon öfter zu Missverständnissen kam, möchte ich auch darauf hinweisen, was TVG nicht ist. TVG ist keine fertige, konfigurierbare Anwendung, wie zum Beispiel WGU von Maximum, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, oder das Masterportal Hamburg. TVG ist lediglich eine Softwarebibliothek. Dafür bietet TVG sehr viel Freiheit und Flexibilität bei der Gestaltung von Anwendungen. Und man kann TVG-Komponenten beliebig mit anderen Vue.js-basierten Bibliotheken kombinieren. Zur Entstehungsgeschichte. TVG wird seit Anfang 2019 bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH entwickelt. Hintergrund ist das Projekt Metropolatlas Rhein-Neckar, in dem es darum geht, ein Geoportal für die Region Rhein-Neckar zu entwickeln. Als wir mit dem Projekt Metropolatlas begonnen hatten, haben wir uns überlegt, wie wir da aus technischer Sicht am besten rangehen und kam zu dem Schluss, das Vorhaben technisch in zwei Hälften aufzuteilen, wovon die eine, aus der schließlich TVG wurde, eben eine Sammlung von möglichst generischen Komponenten werden sollte, auf deren Grundlage man konkrete Anwendungen umsetzen kann. Und die andere Hälfte ist eben die eigentliche Anwendung Metropolatlas Rhein-Neckar, die auf Grundlage dieser Komponenten realisiert wurde. Inzwischen wurden mit TVG auch eine Reihe weiterer Projekte umgesetzt, darunter unter anderem die Fördermittelkarte des Rhein-Neckar-Kreises und der Atlas der Innovation der Uni Speyer. Ende 2020 haben wir TVG unter der MIT-Lizenz auf GitHub veröffentlicht. Das heißt, Sie sind alle herzlich eingeladen, sich die Bibliothek anzuschauen, sie zu nutzen und natürlich auch Beiträge beizusteuern. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot des Metropolatlas Rhein-Neckar, so wie er im Moment aussieht. Ich werde am Ende des Vortrags auch noch eine kleine Live-Demo des Metropolatlas zeigen. Trotzdem hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie eine typische TVG-Anwendung aussehen kann. Betonung auf kann und nicht muss. Man sieht hier eine Reihe von Komponenten wie das Kartenpanel, ein verschiebbares Fenster, die Legendendarstellung, Layer-Switcher, verschiedene Buttons, Dropdown-Menüs und die Ortssuchleiste. Das technische Design von TVG basiert auf einer Reihe von Grundprinzipien, die sich überall in der Bibliothek widerspiegeln. Und diese Grundprinzipien möchte ich hier kurz vorstellen. Das erste ist, TVG ist ein Baukastensystem. Das ist ein Aspekt, den ich schon ein paar Mal angesprochen hatte. Die Idee dahinter ist, dass nicht nur komplette Anwendungen, sondern auch komplexe Komponenten, die in der Bibliothek enthalten sind, wiederum aus einfacheren Komponenten zusammengebaut werden. Der Vorteil davon ist die Minimierung von Code-Duplikation, altes Informatiker-Paradigma, don't repeat yourself. Das führt zu reduziertem Entwicklungsaufwand, zu weniger Fehlern, beziehungsweise zumindest dazu, dass die Korrektur eines Fehlers an einer Stelle im Code in einer Komponente überall dort positive Auswirkungen hat, wo diese Komponente verwendet wird. Und last but not least führt es zu einem konsistenteren Look and Feel der Anwendungen, weil verschiedene Teile der Anwendungen, die auf ähnlichen Prinzipien basieren oder ähnliche Nutzerinteraktionen ermöglichen, letztlich eben auf demselben Code basieren und sich dadurch gleich verhalten und gleich aussehen. Das zweite Grundprinzip von TVG ist eine dezentrale Architektur.
Dieser Aspekt ist eng verwandt mit dem Umstand, dass es sich bei TVG eben nicht um eine vollständige Anwendung, sondern nur um eine Bibliothek handelt. Es gibt kein Kernsystem und es gibt keine Plugins. Alle Komponenten sind zunächst mal gleichwertig und können größtenteils unabhängig voneinander verwendet werden. Es gibt keine Regeln diesbezüglich, wie viele Komponenten eines Typs minimal oder maximal in einer Anwendung verwendet werden können oder müssen. Das heißt, ich kann beispielsweise Anwendungen bauen, die gar keine Kartenkomponente enthalten, und ich kann genauso gut Anwendungen bauen, die mehrere Kartenkomponenten enthalten. TVG ist auch im Prinzip nicht auf die Entwicklung von WebGIS-Anwendungen beschränkt, sondern kann auch zur Entwicklung anderer Anwendungen verwendet werden, wobei man dann eben unter Umständen anwendungsfallspezifische Komponenten zusätzlich noch entwickeln muss und dafür eben die GIS-Komponenten einfach komplett weglässt. Das dritte Grundprinzip ist ein starker Fokus auf deklaratives Coding. Dahinter steckt, dass wir bei der Entwicklung unserer Komponenten darauf Wert legen, dass sie möglichst vollständig und möglichst einfach rein durch Schreiben von Vue.js Template Code miteinander zu Anwendungen kombiniert werden können. Nun ist es in Vue.js so, dass es möglich ist, das Template einer Komponente zur Laufzeit dynamisch auszutauschen. Das heißt, es ist auch möglich, das Template zur Laufzeit von einer externen Quelle nachzuladen. Das hat uns auf die Idee gebracht, Teilmodule einer Anwendung in reiner Template-Form per CMS bereitzustellen, sodass man sie über ein Online-Formular erstellen und bearbeiten kann. Man kombiniert mit diesem Ansatz sozusagen die Vorteile von klassischen serverseitig getriebenen Web-Anwendungen mit denen von JavaScript Single-Page-Applications. Die Voraussetzung dafür, diesen Vorteil maximal nutzen zu können, ist aber natürlich, dass man seine Komponenten so gestaltet, dass sie rein über Template-Code möglichst umfassend konfiguriert und mit anderen Komponenten verknüpft werden können. Wenn das gelingt, erhält man aber ein sehr mächtiges Werkzeug, das nicht nur ermöglicht, Teile einer Anwendung per CMS zu erstellen und zu pflegen, sondern es vereinfacht den Prozess auch dahingehend, dass es nicht notwendig ist, dafür JavaScript oder TypeScript-Code zu schreiben. Diese Idee hat sich gerade vor kurzem zum ersten Mal richtig ausgezahlt. Zwei meiner Kollegen, die nicht an der Entwicklung der TVG-Bibliothek oder der Metropolatlas-Anwendung beteiligt waren, haben rein mittels deklarativem Code über unsere CMS-Lösung ein neues Modul für den Metropolatlas entwickelt, nämlich eine sogenannte Story Map über die verschiedenen Teillandschaften der Metropolregion Rhein-Neckar. Dieses komplett deklarativ erstellte Modul werde ich nachher bei meiner Vorstellung des Metropolatlas auch noch live zeigen. Und damit sind wir auch schon bei der versprochenen Live-Demonstration des Metropolatlas Rhein-Neckar als typische TVG-Anwendung angelangt. Wir sehen hier den Metropolatlas live im Browser. Das ist die Startseite, die ist soweit unspektakulär, ein bisschen Text und eine nette Grafik. Wir wechseln gleich mal auf das Themenkartenmodul. Das Themenkartenmodul ist die Kernkomponente des Metropolatlas und es handelt sich im Wesentlichen um ein typisches Geoportal. Wir haben eine große Kartenansicht und können hier durch Klick auf den Button Themen verschiedene Layer zur Karte hinzufügen. Der Layerbaum kann über dieses Filterfeld nach bestimmten Begriffen durchsucht werden. Wenn ich hier zum Beispiel Kranken eingebe, dann werden nur diejenigen Einträge angezeigt, die die Zeichenfolge Kranken im Titel haben. Das sind hier zwei Layer, die ich per Klick zur Karte hinzufügen kann. Das Legendenpanel hier auf der rechten Seite kann ich per Klick auf das Pin-Icon von der Sidebar loslösen. Es verwandelt sich dann in ein Fenster, das ich verschieben und skalieren kann. Und ich kann dieses entkoppelte Fenster mit einem erneuten Klick auf das Pin-Icon auch wieder andocken. Wir haben eine Ortssuche. Ich kann hier Heidelberg eingeben und bekomme dann alle Treffer zu dem Suchbegriff Heidelberg innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar.
Ein Klick darauf zentriert die Karte auf die jeweilige Geometrie. Dahinter steckt OSM Nominatim als Suchmaschine. Wir haben Tools, um Strecken zu messen und um Flächen zu messen. Das ist soweit GIS-Standardfunktionalität. Wir haben ein Drucktool, das komplett clientseitig funktioniert. Das heißt, dahinter steckt kein serverseitiger Druckdienst, sondern das läuft komplett im Browser mit der Bibliothek JSPDF. Wenn ich hier draufklicke, wird ein PDF der aktuellen Kartenansicht generiert. Hier ist die Datei. Wir haben ein weiteres Modul namens Statistikmonitor. Das hat mit Geodaten direkt erstmal nichts zu tun, sondern das ist eine rein tabellarische Darstellung verschiedener statistischer Indikatoren zur Metropolregion in unterschiedlichen Darstellungsformen. Und wir haben die besagte Story Map, von der ich vorhin schon mal gesprochen hatte, die von meinen beiden Kollegen rein über deklarativen Vue.js Template Code erstellt wurde. Das Story Map Modul besteht ebenfalls ähnlich wie die Themenkarten aus einer Kartenansicht. Allerdings gibt es auf der linken Seite einen scrollbaren Bereich. Und wenn man diesen Bereich scrollt, dann verändert sich abhängig davon, welcher Abschnitt des Scrollbereichs gerade sichtbar ist, der angezeigte Karteninhalt. Das funktioniert so, dass es eine Komponente gibt, die wir Scroll-Sensor nennen. Dabei handelt es sich um ein HTML-Element, mit dem man einen Abschnitt anderer HTML-Elemente einfassen kann. Also im Grunde so ähnlich wie ein Div oder ein P für diejenigen, die HTML kennen. Und dieses Element hat das Verhalten, dass es ständig überprüft, ob es gerade im sichtbaren Abschnitt eines scrollbaren Bereichs liegt. Und wenn das der Fall ist, werden Ereignisse gefeuert, an die man beliebige Aktionen koppeln kann, wie eben beispielsweise das Ein- und Ausblenden von Kartenlayern. Wichtig fürs Verständnis dieser Sache ist, dass es in TVG kein Story Map Modul in dem Sinne gibt, dass man da irgendeine Komponente hätte, die solche Story Map Funktionalität mit diesem Layout und diesem Verhalten schon vollständig vordefiniert bereitstellt, sondern diese Story Map wurde komplett durch Zusammenfügen kleinerer Komponenten entwickelt, die dann in ihrer gemeinsamen Wechselwirkung diese Funktionalität ermöglichen. Das zeigt sehr schön die Flexibilität, die TVG bei der Erstellung von Anwendungen bietet. Damit wären wir am Ende des Vortrags angelangt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hier sehen Sie nochmal die Links zum TVG-Repository auf GitHub und zum Metropolatlas Rhein-Neckar und darunter meine Kontaktdaten, falls Sie Fragen zu dem Projekt haben. Vielen Dank.